Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Green Hell, der vorerst mal letzten Episode, wenn ich das schon mal so verraten darf. Denn, das ist eigentlich ganz einfach die Erklärung, am 5. September erscheint die Vollversion und wir werden dann in der Lage sein, den Story-Modus zu spielen. Und das möchte ich dann ganz gerne machen. Und vorher würde ich liebend gerne einfach nochmal so einen kleinen, ja, so eine kleine Pause einlegen. Ich schaue, dass ich jetzt hier vielleicht noch die Lagerkiste baue und dann hoffentlich hier die Wand. Wir versuchen jetzt einfach unser Häuschen zu Ende zu bauen. Vielleicht mal gucken, was wir damit anstellen können. Hatte ich nicht noch irgendwo... Ja, da habe ich doch noch meinen wunderschönen leeren Schildkrötenpanzer und mein volles Inventar. Geräuchertes Fleisch, ein Tag, drei Tage. Die Schneckchen halten nicht mehr so lange. Also was wir essen, einfach das hier mal. Das bringt uns jetzt nicht ganz so viel, aber wir können... Wir können uns hier jetzt erstmal eine kleine Knocheninfusion machen. Das war ja eigentlich auch immer ganz lecker und ganz praktisch. Und dann schauen wir wirklich, dass wir noch ein bisschen am Häuschen bauen, uns vielleicht noch mal ein bisschen umgucken. Nur nicht gerade jetzt, denn jetzt geht gerade mal frisch die Sonne auf. Das heißt, es ist noch ein bisschen dunkel, aber vielleicht können wir das einfach den Tag über heute machen. So, das hat gut getan. Das machen wir auch direkt nochmal, würde ich sagen. Bitteschön. Stöckchen packe ich gerne ein, danke sehr. Trinken an sich auch, dann nehmen wir nochmal einen Knochen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Story-Modus, wirklich. Da freue ich mich total drauf und wie gesagt, deswegen würde ich jetzt hier auch tatsächlich Schluss machen, denn ich möchte einfach gerne frisch an die Geschichte dann rangehen. Und wenn ich das jetzt praktisch aufnehme und einen Tag, bevor die Story kommt, noch immer hier unser Survival-Modus läuft, dann... Und da kenne ich mich einfach gut genug für. Dann wird das ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Das wird ein bisschen seltsam. Da werde ich die ganze Zeit daran denken, was wir hier gemacht haben. Und wenn wir da ein bisschen Abstand haben, ein bisschen... Ja, wieder ein bisschen Luft hatten, dann wird das, glaube ich, netter. So, noch ein Ziel. Und dann bauen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen. Gehen vielleicht nochmal schwimmen. Das mit dem Angeln habe ich ja immer noch nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Ich würde das so gerne können, angeln. Ich sehe übrigens Stöckchen liegen, das finde ich super. Aber immerhin, wir haben einiges geschafft. Was brauche ich denn hierfür als nächstes? Tatsächlich ein Lehmziegel. Sehr gut, dann haben wir ein Lehmziegel. Und wenn ich jetzt hier an Stöckchen vorbeilaufe... Ach, das ist ein Bambusstock, den wollte ich... Okay, Bambusstock wollte ich eigentlich gar nicht so sehr. So, der Lehmziegel, also wir haben der schön dreckig und können uns waschen. Ich hoffe, hier kommt kein Keimann hochgeschlichen. Wenn ich einfach mal dran denke, ich bin so gespannt... Wenn wir uns einfach mal schon mal erinnern wollen... Was war da? Lag hier nicht irgendwas auf dem Boden? Nö. Nochmal Stöckchen, Stöckchen, Feuer... Oh je. Wie habe ich denn nochmal Feuerbretter bekommen? Feuerbretter habe ich bekommen, indem ich Bäume gefällt habe, richtig? Das wird super werden. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo noch Feuerbretter hier zufällig rumliegen habe. Das brauche ich nicht. Ich wollte eigentlich den Stock hier haben. Oh ja, Nüsse können wir essen. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn wir den Story-Modus haben. Ob wir dann hier so viel survivalen können oder ob das wirklich dann mehr ist, dass uns das Spiel vorgibt, wo wir als nächstes hingehen müssen. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass uns das dann mehr vorgegeben wird, wo wir hinzugehen haben. Das hier müsste eigentlich... Das hier müsste eigentlich ein Baum sein, wo wir Feuerbretter herbekommen. So. Kann es sein, wenn ich das hier jetzt sammle, dass ich daraus dann so ein Feuerbrett bekomme? Ja, guck mal, da ist eins. Aber ich habe keinen Platz mehr. Tja, dann würde ich sagen... Wie groß bist du denn? Du bist sehr groß. Alles klar, bitte, ne? Jetzt ein bisschen unpraktisch hier, aber... Oh, da ist noch ein Nuss. Sehr gut. Ich versuche einfach mal hier so ein bisschen aus diesem... aus dieser Ecke wieder rauszukommen. Irgendwo hin, wo ich... Oh ja, jetzt laufe ich über die Hütte. Das ist eine super Idee. So. Bitteschön. Dann verliere ich mein Brettchen nicht gleich wieder. Dann können wir hier schon mal wieder ein paar Sachen ablegen, wie ein Pfeil und ein Pfeil.
Sowas können wir eigentlich sammeln. Dann können wir uns hier nochmal eine Suppe machen draus. Und dann müsste eigentlich das Brett bald in den... Ja, da oben war ein... Genau, da war ein Punkt, wo es hingepasst hat. Dann müsste eigentlich das Brett hier jeden Moment reinpassen. Und dann... Ich frage ja normalerweise nicht ganz so viel und denke mir immer so, ja, Antworten sind schön, aber ich bin ja selber immer nicht die Schreibfreudigste. Also manchmal schon, aber nicht immer. Aber es würde mich schon interessieren, freut ihr euch auf den Story-Modus? Seid ihr auch schon so gespannt? Weil ich kann mir eigentlich gerade nichts Tolleres vorstellen, als endlich den Story-Modus von Green Hell zu spielen. Ich bin so neugierig darauf, wie das mit Mia läuft. Ob wir sie finden werden, wie das Ganze einfach da eingebracht... Warte, was ist das? Ein Stock. Okay, dann sammeln wir hier auch. Und ein Feuerbrett haben wir, sehr schön. Und deswegen, ich bin... Ich habe ein bisschen Angst, weil theoretisch gibt es dann ja auch sowas wie diese Anaconda dann im Spiel. Und ich weiß natürlich nicht, ist die dann nur an so einer Ecke wie hier? Oder ist die dann überall? Nochmal ein Lehmziegel. Das weiß ich halt alles nicht. Und ich würde es liebend gerne wissen. Deswegen bin ich so gespannt. Was ich auch schön finde, ist natürlich nach dem Story-Modus irgendwann werden wir auch... Oh, ich hätte mir übrigens Parasiten einfangen können, weil ich gegessen habe, ohne mich gewaschen zu haben. Worauf ich mich auch schon sehr freue, das ist, es gibt ja dann auch irgendwann den... Yay, wir haben eine Lagerkiste. Perfekt. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Jetzt kann ich hier eigentlich mal die Wand reinziehen. Mal gucken, ob wir die heute noch fertig bekommen. Wenn nicht, finde ich es auch nicht weiter. Okay, das geht nicht. Wieso nicht? Geht das jetzt nicht wegen der Kiste oder weil... Das ist jetzt natürlich die Frage. Geht das nicht... Vielleicht muss ich auch zuerst ein Dach draufsetzen. Das könnte auch sein. Oder vielleicht muss ich es von außen anbringen. Oder muss ich da erst eine Wand? Nee, die Wand. Ich nehme einfach mal so ein Palmendach. Und es kann sein, dass ich das eben erst anbringen muss, bevor ich die Wand machen darf. So, Palm. Ein Palmblatt haben wir hier irgendwo. Andere werden folgen. Da sitzt ein wunderschöner Vogel. Und ich gehe mich jetzt erstmal waschen. Ich freue mich auf jeden Fall schon total. Ich mochte ja von Anfang an Mias Stimme sehr gerne. Sind wir übrigens nie runtergelaufen. So. Ich bin auch gespannt, was es dann für Verbesserungen noch gibt, jetzt in der Vollversion im Vergleich zu jetzt zum Beispiel. Was ich ja zum Beispiel sehr gut fände, wäre es, wenn einfach so eine Möglichkeit gäbe, wie... Wenn wir genug Wasser haben, dann einfach zu sagen, trinken, bis wir keinen Durst mehr haben oder eben waschen, bis wir sauber sind. Das wäre natürlich immer ganz, ganz tolle Option. Da drüben, den müsste ich fällen können, dann kriegen wir ein paar Palmblätter. Da bin ich gespannt, ob wir danach unsere Hütte tatsächlich fertig bauen können. Trage ich schon 6? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt trage ich 6. Kann. Das ist ja alles praktisch schon Lernen fürs Spiel nachher. Also wenn ich jetzt merke, okay, ich kann nachher hier keine Wand hinbauen wegen der Kiste, dann weiß ich, dass ich Kisten nicht in mein Haus bauen darf. Ich hoffe zwar, dass das nicht der Fall ist, das wäre ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Aber wir lernen das. Und sobald das Ding gebaut ist, gehen wir uns ein bisschen umgucken. Dann schauen wir nach unserer Falle, die wir haben. Da ist gerade eine Nuss runtergefallen. So, es sind jetzt noch 3 Blätter, die haben wir. Die haben wir hundertprozentig da vorne liegen. Das sind bestimmt... Ja, das sind mehr als 3. 1, 2, 3. Und dann bin ich gespannt, ob wir tatsächlich vielleicht eine Wand ziehen können. Wenn nicht, fände ich das doof. Ich habe mich jetzt eigentlich auf eine komplette Hütte gefreut. Das sollte mein glorreicher Abschluss werden. Hey, hallo? Ja, nein. Auf. So. Können wir da auch speichern und jetzt können wir gucken, ob wir da eine Wand reinbauen können. Es sollte eigentlich, finde ich, keinen Unterschied machen, aber wir werden es rausfinden.
Nein, ich kann hier keine Wand bauen. Die Frage ist natürlich, wächst hier einfach irgendwas, was im Weg ist, oder ist es tatsächlich meine arme Kiste? Ich will meine Kiste hier nicht wegmachen, um ehrlich zu sein. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Die haben wir jetzt frisch gebaut, die bleibt da. Okay. Wir schnappen uns hier noch was. Was? Aggressiver Papagei hier. Der hat mir aber keinen Schaden gemacht, oder? Das ist einfach nur ein bisschen komisch, der Vogel. Gab es einen Patch, von dem ich nichts mitbekommen habe? Seit wann wären wir denn von Papageien so angegangen? So, da ist noch ein... Ja, da ist noch genug. Dann würde ich mal fast sagen, wir, da wir ja nicht mehr ganz so viel machen, legen das hier rein. Dann mache ich mir hier nochmal ein wunderschönes Fröschchen bereit. Ich möchte nämlich auf jeden Fall den Speicherstand behalten. Also ich werde nachher irgendwo speichern. Den. Upsala, nein, das wollte ich jetzt nicht. Fleisch, wo bist du? So. Also ich werde nachher den Spielstand einfach irgendwo... Ich weiß natürlich nicht, ob die Early Access Version letztlich mit der Vollversion noch kompatibel ist. Da habe ich keine Ahnung. Wir hoffen es einfach mal. So. Und dann ist jetzt schon sehr lange her, seit ich das letzte Mal gespeichert habe. Man sieht es hier. Die 1 wird jetzt einfach mein... Beziehungsweise nachher werde ich auf der 5 speichern. Und das werde ich dann einfach nicht mehr überspeichern. Und dann schauen wir jetzt einmal nach unserer Falle. Da ist nichts drin. Diese Eingeweide hier. Da ist wieder unsere treue Schildkröte. Ich hoffe, dass auch die Tiere alle... Da hätten wir uns auch ein Feuerbrett holen können. Glaube ich. Na gut, schauen wir mal, ob in unserer Falle wieder was drin ist. Da wäre Molineria. Aber wir haben gerade genug Verbände. Das Doofe ist natürlich, wenn es jetzt theoretisch hier einen Kaiman gäbe, könnte ich ihn nicht erschießen, denn ich habe keinen. Immer wenn ich so kleine Lecks habe, bin ich sehr, sehr skeptisch. Oh. Was war das? War das ein Kaiman? Das war ein Kaiman, oder? Ein Kaiman. Okay, ich schneide das gleich raus und wir lachen jetzt einmal kurz neu. Mein armes Herz, wenn ich das mal so sagen darf. Also man sieht, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Gut, ich nehme es einfach mal zum Anlass, meine Kiste zu benutzen. Wenn ich schon dabei bin. Meine Pfeile werde ich gleich wieder mitnehmen. Da lege ich jetzt einfach mal so ein Bidon rein. Und das andere vielleicht auch. Dann haben wir nur das hier dabei. Dann können wir ein bisschen mehr Fleisch einpacken. Und gerade hier, ich sollte vielleicht meine Verbände einfach in meine... Das merke ich mir für später. Wenn ich eine Kiste habe und wir irgendwo länger sind, dann sollte ich mir vielleicht angewöhnen, meine Blätterverbände tatsächlich dann in diese Kiste zu tun. Das hier können wir gut als Köder benutzen. Deswegen packen wir es auch hier rein. Das Bitter, die Bitterholzdinger oder Bitterblütensachen tun wir auch da rein. Und die Federn kann ich eigentlich auch hier drin noch unterbringen. Und jetzt müssten wir streng genommen genug Platz haben, um zum Beispiel... Was ist das? Eine Ameise. Ach genau, richtig. Ameisen waren ja auch für was gut. Das habe ich ja ganz vergessen schon wieder. Okay. Okay, wir nehmen das zum Anlass, gleich nochmal unsere Pfeile einzupacken, die ich hier vorne hingelegt habe. Ein Stammespfeil und ein normaler. Viel mehr kann ich nicht machen. Und wir speichern nochmal. So. Denn wenn da eben gerade ein Kaiman war, dann kann es gut sein, dass da gleich wieder einer ist. Und auf der 4 war mein Pfeil, oder? Ja. Also mein Bogen. Das Ruckeln. Es ist das Ruckeln. Wenn es so ein ganz kleines Ruckeln gibt, ist irgendwo ein Kaiman in der Nähe. Und ich habe mich eben sowas von verjagt. Okay. Es ist natürlich nicht gesagt, dass da jetzt wieder einer ist, aber... Aber da war schon wieder so ein kleines Ruckeln, also... Wo ist er? Wo ist das Krokodil? Du bist nur ein Ast, ein Baumstamm, etwas Totes. Wo ist er? Vorne ist ein Gürteltier. Ich weiß mal nicht, aber es ist ein großes Gürteltier. Das heißt, wir könnten hier auch... Oh Gott, was ist das Mistvieh?
Und ich habe mich noch so richtig doof umgeguckt und dachte, okay, ich sehe nichts. Ich bin sicher. Gürteltier. Ich bin ein bisschen paranoid gerade, ja. Ist der gerade aus dem Wasser einfach gekommen? Falle ist nichts. Ich bin nicht ganz sicher, ob vorher... Echt jetzt? Okay. Oh, mein Herz. Nochmal. Laden. Ja. Ja, will ich. So. Ich hab noch alles. Wieso habe ich jetzt irgendwas Viecher? Was habe ich? Was habe ich an mir dran? Sag nicht, dass ich jetzt wieder einen Wurm oder sowas habe. Nein, es ist ein Egel und ein Eel. Okay. Und wir haben unsere Pfeile. Ja, nie anzeigen und weggehen. Dankeschön. Ich habe gelernt. Und diesmal habe ich gesehen, wo er hergekommen ist. Er ist aus dem Wasser rausgeschlichen. Und wie schnell. Wir bleiben jetzt auf Sicherheitsabstand, bis wir das Vieh getötet haben. Drittes Mal will ich nicht an ihm sterben. Mal waschen. Das Problem ist, unsere Energie geht uns langsam aus. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt spätestens wäre ich sauber. Okay, wir machen das jetzt ganz clever. Hoffe ich. Ich gehe davor. Und dann gehen wir wieder weg. Und beobachten. Und beobachten. Ich war... Och, ne... Okay, ich lasse. Wir bleiben auf unserer Insel. Das ist ja... sehr langsam, echt lachhaft hier. Okay, das vergessen wir einfach, ne? Das ist jetzt... Ich glaube einfach, es soll nicht sein. Der kam jetzt von der anderen Seite. Was ich sehr unfair finde. Ist wieder dasselbe Bein? Ja, ist wieder dasselbe Bein. Was ich echt unfair fand. Vorher kam er aus dem Wasser, jetzt kam er von hinten. Ich weiß auch nicht... Ich finde das gerade echt gemein. Der kann doch eigentlich vorher nicht so arg lang da gewesen sein, oder? Ich würde es jetzt ehrlich gesagt gerne nochmal versuchen. Einfach so Probe aufs Exempel, ob er wieder hinter uns spawnt. Aber, nee. Wir sind vorher da, wir gehen jetzt einfach in die Richtung. Tschüss. Also, veralbern. Ja, furchtbar. Erstmal dreimal sterben. Sehr gut. Beste Folge, um sich zu verabschieden. Folge der 1000 Tode. Das erinnert mich jetzt ein bisschen daran, als wir Fieber hatten. Da sind wir auch die ganze Zeit gestorben, aber... Kerl, kannst du dich bitte auf den Baumstamm einfach drehen, ohne ins Wasser zu fallen? Das wäre so schön. Man möchte meinen, du bist lang genug im Dschungel und jetzt so ein bisschen... Okay, das ist ein Fisch. Ich würde auch gerne mal versuchen, ob wir so einen Fisch... Aber das Dumme ist, wir haben zu wenig Pfeile. Oh Gott, ich habe schon wieder so einen kleinen Ruckler gehabt. Heißt es jetzt, hier ist auch ein Kaiman, der mich gleich von hinten anspringt? Gerade echt so ein bisschen wie Walking, Talking, Kaimanfutter. Das ist ein Capybara. Könnte mich... Das ist wieder so ein Agro-Papagei. Ich würde gerne in die Richtung gehen. Einfach nur geradeaus in den Wald, in die Pampa, ein bisschen gucken, wo wir landen. Also da ich jetzt ja weiß, es wird die letzte Folge, habe ich ja tatsächlich eher so ein bisschen Lust, mich nochmal umzugucken. Als jetzt noch ewig zu bauen und Sachen zu machen. Ich habe nur auch Angst, dass wir wieder von einem Kaiman gefressen werden, dass das Spiel sich das jetzt in den Kopf gesetzt hat, dass ich jetzt... Toll, jetzt kippe ich gleich um. Okay, wisst ihr was? Wir schlafen hier einfach mal eine Runde. Was kann schon passieren, außer dass wir im Schlaf gefressen werden? Und irgendwelche Viecher haben.
bitte kein Wurm. Oh nein, es ist ein Wurm, natürlich. Echt noch mehr? Wirklich noch mehr? Nicht jetzt. Ach so, natürlich, das kann jetzt natürlich sein, dass das... Es kann jetzt natürlich sein, dass das gar nicht mehr von irgendwelchen Viechern ist, sondern weil wir jetzt Löcher haben. Ja, ich nehme das mal billigend in Kauf. Wie gesagt, ich würde mich jetzt hier ganz gern ein bisschen umgucken. Wir könnten auch mal probieren, was passiert, wenn wir diesen Pilz essen. Oder aber wir gehen einfach, wie gesagt, querfeldein irgendwo anders hin, in eine ganz andere Richtung. Nach dem Motto, es wird sich schon nichts entzünden an unserem Arm. Geräusche. Ist das nur das Wasser hier? Das Ding. Ich finde das Ding total komisch. Tut mir leid. Das klingt ein bisschen seltsam. Egal, wir laufen hier einfach entlang. Da war eine Krabbe. Wir sind sauber. Das heißt, ich krieg keine Infektion, keine Parasiten davon. Aber ich habe mal gelernt, ich laufe am besten nicht durchs Wasser. Irgendwann hat mich das nämlich auch umgebracht. Also es kann theoretisch sein, dass uns hier jetzt nochmal ein Kaiman findet und frisst. Dann, keine Ahnung, schlafen wir nochmal im Camp und probieren es dann nochmal. Insbesondere, weil ich jetzt hier schon wieder bei Capybaras bin. Yam yam, lecker Pilzchen. Aber ich würde mich hier tatsächlich einfach noch ein bisschen umgucken. Das ist wie das eine Mal, als wir diesen Bug hatten und nur noch seitlich laufen konnten. Also im Prinzip unsere ganze Bewegung total seltsam geworden ist. Ich möchte gerne aus dem Wasser raus. Das ist alles, was mir wichtig ist. Ich möchte nicht durchs Wasser warten. Goddammit. Ja, und ich bin durch irgendwelche Insekten durch. Das macht aber nichts. Was war's denn? Ja. Vielleicht sollte ich auf den Speer wechseln. Für den Fall, dass wir wieder eine Katze finden. Ich hätte es nicht sagen sollen. Es war ein Ruckler da. Irgendwas ist gerade... Irgendwas, was uns töten will, ist gerade gespawnt. Ich bin inzwischen sehr sicher, wenn ich sowas höre... Wenn ich so einen kleinen Ruckler habe, dann ist irgendwo eine tödliche Gefahr erschienen, die es nur darauf abgesehen hat, mich und speziell nur mich zu fressen. Kein Capybara. Kein Fisch. Kein Eingeborenen, einfach nur mich. Pilze. Geistige Gesundheit minus 1, weil wir Egel haben. Das ist mir jetzt gerade egal. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Theoretisch, wenn wir hier runterlaufen, könnten wir wieder am See landen. Das wäre denkbar. Ich habe halt echt keine Ahnung, wo wir gerade sind. Aber egal, wir wandern. Hauptsache, wir wandern. Das sieht schön aus. Ein voll überhängender Stein. Wir haben zum Glück übrigens noch Fleisch dabei. Das heißt, ich kann gleich Fleisch und Wasser... Nee, Wasser habe ich gar nicht mehr dabei. Ich bin klug und bin ohne Wasser aufgebaut. Was ist das? Einfach ein sehr strange aussehendes Stein. Das ist irgendwas. Alles klar. Was ist das da hinten? Ich habe da eben... Ich habe genau gesehen, dass sich da was langsam bewegt hat. Da ist ein Kaiman. Wo ist er? Da ungefähr, wo jetzt meine Pfeilspitze ist. Hier, da habe ich gesehen, dass sich was bewegt. Ich habe es genau gesehen. Ich gehe mal ganz kurz hier und wir essen mal so ein Stück Fleisch. Haben wir wieder ein bisschen Energie. Und dann würde ich einfach mal, weil ich lebensmüde bin, und weil wir mit dem nächsten Tod einfach aufhören... Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wenn wir tot sind, ist es wenigstens friedlich. Oh Gott, bitte jetzt nicht. Komm, lass mich da hoch, lass mich da hoch. Hier hat sich was bewegt. Ich habe es ganz genau gesehen. Oder vielleicht war es nur ein Schatten. Von den 100.000 Papageien, die hier sind. Ich würde gerne nach da hinten gehen. Ja, ich weiß, ich habe einen Egel und werde langsam verrückt. Ist das der See davor?
Wir laufen gerade einfach um. Okay, es ist ein Tapir. Ich dachte gerade, nein, eine Katze. Also eigentlich liebe ich ja Katzen und freue mich über jede Katze, aber hier nicht immer. Habe ich jetzt hundertprozentig irgendwo einen Kaiman. Wir werden bestimmt noch ein viertes Mal vom Kaiman gefressen. Die sind aber auch sehr leise. Das muss man leider sagen. Diese Mistviecher sind unglaublich. Was ist das? Das ist eine Höhle. Da bin ich aber nicht durchgekommen, oder? Nein. Nein, nein, hier bin ich nicht durchgekommen. Okay, hier gibt es eine Höhle. Die ein bisschen aussieht, als würde sie einem Raubtier gehören. Oh, da sind wir doch... Warte mal doch, da sind wir runtergekommen. Das war da, wo wir hierher gekommen sind. Genau hier vorne war dann Kaiman, der uns fressen wollte und den wir stattdessen gefuttert haben. Das heißt, mein Vertrauen darin, dass jetzt hier schon wieder so ein Vieh ist, ist sehr groß. Lalala. Bin gar nicht da. Okay, hier oben waren wir schon sehr lange nicht mehr. Ich weiß, meine geistige Gesundheit leidet. Oh Mann. Dadurch, dass ich die Ladebildschirme rausschneide und die schon manchmal so ein bisschen länger dauern, weiß ich jetzt auch gar nicht, wie lang die Episode nachher wird. Ich versuche, sie ausreichend lang zu machen. Wenn wir jetzt aber nochmal gefressen werden, dann, ja, wie gesagt, dann hören wir einfach auf. Ich hatte gehofft, wir entdecken noch irgendwas total Spannendes. Wie gesagt, ich freue mich unglaublich auf die Vollversion. Ich würde jetzt auch ehrlich gesagt, ehrlich zu sein... Ja, da hängt es immer wieder so ein bisschen. Da vorne ist ein kleines Gürteltier. Hier oben dürfte uns eigentlich auch ein Kaiman nicht erwischen. Das Problem ist nur, wenn ich runterspringe, verletze ich mich vermutlich. Wir gehen jetzt einfach straight beeline nach da vorne. Und ich hoffe einfach, dass da nichts ist, was uns tötet. Aber ja, die Kaimane, vor denen graust es mir schon, denn die sind sehr leise. Fuck! Ja, ja, irgendwas. Unsere Rüstung ist kaputt. Und wir schwimmen einfach mal eine Runde. Mit dem Hals durch die Seerosen. Wir könnten ja eigentlich auch tauchen. Leider ist es dunkel. Aber das wird auch schön, wenn wir hier dann irgendwelche Raubtiere unter Wasser haben. Das wäre es jetzt noch, wenn uns jetzt der Kaiman unter Wasser frisst. Ah, schön. Noch ist es nicht passiert. Ich glaube, hier können wir... Das ist auf jeden Fall wieder unsere kleine Insel. Was? Was? Da ist ein Kaiman im Wasser. Als hätte ich es gewusst. Wir haben Fieber. Okay. Das macht jetzt aber nichts mehr. Jetzt ist alles egal. Ich werde da vorne... Seht ihr den da im Wasser schwimmen? Okay. Pass mal auf. In der Hoffnung, dass er uns hier jetzt erstmal in Ruhe lässt, gehe ich mal... Bin ich denn jetzt gerade bei unserer Insel? Die Orientierung gerade so ein bisschen vor... Da ist es. Ich wollte hier in meine Hütte rein. Hat er uns gerade unter Wasser angegriffen? Dieses kleine Mistvieh. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der Tabakverband ist gegen Fieber. Das heißt jetzt wiederum, ich muss jetzt das hier machen. Das ist entzündet, aber das macht nichts. Wir haben zum Glück kleine leckere Maden, die das alles für uns wegfressen. Genauso hier. Das wird sie vermutlich auch entzündet haben, oder? Natürlich hat sich das auch entzündet. Was sonst? So. Wir gucken mal, ob wir das überleben. Aber ich fürchte fast... Hallo, kann ich bitte... Ich fürchte fast, wir sterben jetzt an Fieber wieder. Wobei, wir sind ohnmächtig. Lass mal gucken. Wir können hier ein bisschen Fleisch essen. Das sollte uns etwas Energie liefern. Und wir können hier was trinken. Jetzt hoffe ich aber, der Kaiman steht nicht schon bereit, um seinen Snack abzuholen. Und wir haben... Wir haben jetzt hier einmal einen Verband. Würdest du das bitte jetzt nicht wegstecken? Du hast noch einen zweiten Arm, der Pflege braucht. Na, kann ich dich bitte... Dankeschön. So, das tun wir auch drüber. Sehr gut.
Es kann tatsächlich sein, dass wir das jetzt sogar überleben würden. Jetzt hätten wir noch irgendwo Egel, die werden wir jetzt auch noch suchen. Auch wenn ich hier gerade der Insel nicht traue, nachdem ich das Vieh im Wasser gesehen habe. Kann ich mich eigentlich auf meinen Wasserspender stellen? Okay, vermutlich bin ich zu erschöpft zum. Habe ich noch irgendwas zu essen? Na, nicht wirklich, ne? Leider nicht so. Und richtiges Wasser haben wir auch nicht. Ist auch dann trinken wir hier noch was. Und dann legen wir uns ganz ordentlich schlafen. Puh, das haben wir gerade so geschafft. Dann kriegen wir nämlich zumindest. Okay, das Fieber ist weg, uns fängt es langsam an, wieder besser zu. Was war das jetzt? Was? Wieso wurde das zwischendurch schwarz? Wieso? Warum? Wir haben schon wieder einen Wurm, das ist ganz toll. Hallo? Okay, waschen. Wir machen auch gleich den Wurm weg, keine Sorge. Wir werden aber sterben. Ich sehe da nämlich schon wieder entzündete. Das macht aber nichts. Wir hören gleich auf. So. Da würde ich einfach mal sagen, in unserem kleinen Paradies hier können wir beruhigt sterben. Hier drin vielleicht. Die Sachen sind verdorben. Wenn wir uns mal hier das angucken, das ist schon wieder nämlich entzündet. Und hier sehr wahrscheinlich auch. Nee, die eine. Okay, eine Seite ist gut, ist geheilt, die andere nicht. Hallo? Okay. Es scheint aber gerade auch ein bisschen buggy zu werden. Das ist aber auch okay. Wie gesagt, wir hören jetzt sowieso dann. Und habe ich da gerade nicht was gelesen von geistiger Gesundheit, weniger Wallwurm? Heißt es jetzt, ich habe irgendwo am. Heißt es jetzt, ich habe am Bein nochmal einen Wurm? Warum? Tatsache. Habe ich den nachts nur nicht gesehen oder. Habe ich den nachts nur nicht gesehen oder ist der jetzt neu gewesen, weil wir hier geschlafen haben? Ja, das wäre jetzt so ein klassischer Fall von, wenn ich den. Ich würde das, glaube ich, einfach. Oh Gott. Warte mal ganz kurz. Wir müssen hier schnell. Ich bin nur gespannt, ob wir das noch schaffen, das Ding zu versorgen auf der anderen Seite. Ja, geh da hin. Und leg dich hier schlafen. Nochmal. Jetzt scheint es besser zu funktionieren. Sehr schön. So, wie sieht mein Arm aus? Okay. Nochmal ein Verband drüber. Okay. Jetzt ist alles weg. Gut, das heißt, wir könnten theoretisch überleben und ich würde jetzt so gern den Keimer nochmal tagsüber sehen. Aber ich fürchte, den Gefallen tut mir das Spiel nicht, dass ich mir den jetzt einfach nochmal so in all seiner Pracht am Tag hier schwimmend ansehen kann. Wir könnten es natürlich riskieren und nochmal ins Wasser springen, aber ehrlich gesagt, wozu? Mit diesem paradiesischen Ausblick hier sage ich einfach mal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, da steht unsere fast fertige Hütte. Ich weiß gar nicht, was ich am schönsten gerade finde. Kriege ich irgendwie vielleicht. Ja, komm, das ist nicht ganz so groß. Es ist hässlich, aber nicht ganz so groß. Ja, eine fast fertige Hütte. Also, wenn wir es schaffen, im Hauptspiel hier nochmal herzukommen. Oder wenn wir nochmal Survival, wenn wir es schaffen, hier nochmal herzukommen, dann wird das super. Es wird viel gefährlicher, denn dann haben wir sehr wahrscheinlich dieses blöde Vieh. Ich hasse dich jetzt schon. Ich weiß jetzt schon, dass du mich fressen wirst. Aber ich bin erstmal tatsächlich sehr gespannt, was wir eben im Hauptspiel alles haben werden. Wie das ist, wenn wir Mia suchen. Denn das ist ja eigentlich das, worum es geht, was wir jetzt nicht auswählen konnten. Wir suchen eigentlich unsere Frau, die zu irgendwelchen Eingeborenen ist, zu einem Stamm, den wir sauer gemacht haben und die aber auch interne Streitigkeiten hatten, wie sie sich vermutlich verhalten sollen mit den komischen Leuten, die da in ihr Dorf kommen. Und wir erinnern uns an ihren Funkspruch, den wir damals bekommen haben, dass wir kommen sollen, sie finden. Und genau das werden wir dann sehr wahrscheinlich im Hauptspiel eben auch tun. Und was ich jetzt noch einmal machen möchte, ich will wissen, was passiert, wenn ich den Pilz esse. So.
Meine letzte Handlung in diesem LP. Wir werden endlich rausfinden, ob ich recht hatte die ganze Zeit in meiner Paranoia. Es hat mir ja schon jemand geschrieben, dass man ihn tatsächlich nicht roh essen sollte. Jetzt werden wir erfahren, was passiert, wenn ich meiner Paranoia nicht nachgegeben hätte und wir tatsächlich... Ich hab's genau gehört, dass da irgendwas geruckelt hat. Oh, furchtbar. So, jetzt werden wir es rausfinden, denn ich werde als letztes diesen Pilz essen. Lebensmittelvergiftung. Sehr schön. Okay, merke also, wenn man eklig aussehende Pilze isst, kriegt man eine wunderschöne Lebensmittelvergiftung und wir würden daran jetzt vermutlich sterben, weil... Naja. Da vorne sehe ich, glaube ich, eine gammelige Garnele. Wenn ich das richtig sehe, ist das eine gammelige Garnele. Nee, nur eine rohe Garnele. Alles klar. Na gut, dann mache ich jetzt aber tatsächlich Schluss. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Ab dem 5. September, wie gesagt, ist die Vollversion von Green Hell raus. Und dann spielen wir natürlich den Story-Modus. Ich kann nicht versprechen, dass wir direkt am 5. Video haben, denn ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme, das aufzunehmen. Also selbst wenn ich es auf abends verschiebe, ich glaube einfach nicht, dass ich das schaffe, dann aufzunehmen. Oh, da sind übrigens Seerosen. Die waren auch für irgendwas gut. Waren nicht Seerosen gegen eine Lebensmittelvergiftung auch? Versuchen wir es mal. Ja, Seerosen helfen gegen Lebensmittelvergiftung. Sehr schön. Können wir uns das eigentlich... Okay. Ach, schön, wie wir kotzen. Ganz toll. Ein wunderschöner Abschluss. Daraus kann man sicher auch einen tollen Sud machen aus irgendwas. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich am... Also ich glaube einfach nicht, dass ich am 5. schon ein Video machen kann. Dafür müsste ich früher Zugang bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob das Creepy Jar überhaupt macht. Und wenn, dann weiß ich zumindest nichts davon. Und ich werde keinen früheren Zugang bekommen. Deswegen am 6. oder am 7. kommt dann die erste Folge aus dem Story-Modus. Und wir werden da hoffentlich uns ein bisschen besser schlagen als hier gerade in dieser Folge. Ohne aggressive Papageien und hoffentlich auch erstmal ohne Kaimane. Jetzt wissen wir ja schon so ein bisschen was über das Überleben im Dschungel. Also, macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Genießt den Rest des Sommers und wir sehen uns dann, falls ihr möchtet, natürlich nur bei Green Hell im Story-Modus wieder. Ich hätte so gerne den Kaiman nochmal gesehen. Ach, wie schade. Also, mit diesem wirklich wunderschönen Ausblick, das muss ich dem Spiel tatsächlich auf jeden Fall lassen. Das ist unglaublich hübsch. Ich habe aber keine Möglichkeit, das einfach wegzustecken, oder? Nee, das ist schade. Ich würde gerne einfach meine Waffen wegstecken können. Mit diesem wunderschönen Ausblick hier oder auch diesem wunderschönen Ausblick hier auf unser Lager sage ich jetzt einfach mal bye bye.